im ersten Vorrundenspiel der beiden Vizemeister aus den Regionalligen auf die Spielgemeinschaft VfR Friesenheim FC Spartak und legte gleich zu Beginn richtig gut los. Keine drei Minuten gespielt und schon stand es 1:0 für Penzberg durch diesen Treffer von Carlos. Das 2:0 fast eine Kopie des ersten Treffers. Wieder geht es durch die Mitte nach vorne vors Tor. Diesmal das Zuspiel auf Azizi und der lässt Aldomar Munoz keine Chance. Vierte Minute bereits das 2:0 für den FC Penzberg, der auf einem guten Weg war in Richtung Viertelfinale. Aber beim Futsal kann es ja manchmal ganz schnell gehen. Ging es auch, aber in die andere Richtung. Sechste Minute, 3:0, Patak diesmal der Torschütze. Früh in dieser Partie waren die Weichen für den FC Penzberg in Richtung Viertelfinale gestellt. Die SG kam selten, viel zu selten offensiv überhaupt zur Geltung. Hier einmal ein Abschluss, aber wenn man einmal dazu kam, dann hatte Penzberg immer noch Christian Utmeleki, den finnischen Keeper, der sich hier als Wand herausstellte und ein ums andere Mal zugreifen konnte. Und dann ging es wieder in die andere Richtung. Der FC Penzberg, klasse Pass, quergelegt auf aber Sikelis und der markiert nach 16 Minuten das 4:0 für Penzberg. Das gute Auge für seinen Mitspieler, für aber Sikelis ist das Ganze nur noch Formsache. Das war es aber immer noch nicht zum Leidwesen der SG in Halbzeit 1. Das muntere Tore schießen gegen weiter. Klasse Pass. Der seziert da die ganze Abwehr der in schwarz gekleideten Spielgemeinschaft. Und dann ist Patak zum zweiten Mal zur Stelle. 20. Minute, kurz vor Ende der ersten Halbzeit, das 5:0. So ging es dann natürlich auch in die Pause rein in Halbzeit 2. Und wieder ging es nur in eine Richtung. Mit etwas Glück fällt Azizi da dieser Ball noch einmal vor die Füße. 23. Minute, 6:0 für Penzberg. Die SG mal wieder mit dem Versuch, zumindest zu einem Ehrentreffer zu kommen. Und dann fälscht der eigene Mann den Ball noch ab. Aber Utmeleki ist wieder zur Stelle, kaum zu überwinden. Leitet hier dann gleich den nächsten Angriff ein. Der Schuss aus der Distanz und auch der sitzt zum zweiten Mal. Aber Sikelis auch erfolgreich. 7:0 nach 30 Minuten für den FC Penzberg. Das Tor zum Viertelfinale sperrangelweit offen und das merkte man auch bei der Spielgemeinschaft. Da fehlte so nach und nach der Glaube, der Mut, die Hoffnung, hier noch was reißen zu können. Dann aber dieser Angriff und zumindest den Ehrentreffer gab es noch für die Mannen in Schwarz. Salamone mit dem Treffer zum 1:7 aus Sicht der Spielgemeinschaft. Den Schlusspunkt aber, den setzte der FC Penzberg. Hiri, der ein klasse Spiel machte, kommt hier nach der Parade des eingewechselten Ersatzkeepers Benjamin Blask noch einmal an den Ball und vollendet zum 8:1 Endstand. Der FC Penzberg also steht als Viertelfinalist fest und trifft dort auf die TSG 1860.